Wir machen beide kein gutes Bild. Ich mach jetzt einfach, ich weiß nicht. Ah, siehst du das? Hallo, ich bin Carlo Ostermann. Ich bin der Philipp Klarkow. Und wir machen jetzt hier das Benzi Motoquiz und ja. Du hast gar keine Chance. Ich will Karl auf jeden Fall zeigen, dass er überhaupt nichts weiß über Motocross. Wer wurde 2005 der allererste ADAC MX Masters Champion? A. Kende Dijker. B. Max Nagel. C. Günther Schmiediger. Oder D. Tane Leok. Jetzt hast du mich aber, ey. Scheiße. Stefan Everts. Ich weiß nicht. Wer jetzt geraten? Wer ist denn A? Aber Kende Dijker. Ich sag Nagel. Kende Dijker. Ah, siehst du das? Hey, ich dachte, es wäre später gewesen. Scheiße. Ich hatte eigentlich an Cornel Nemeth gedacht, aber der war's nicht. Zweite Frage. Wie oft stand Eli Tomek in der aktuellen Autosaison 2022 nicht auf dem Podium? A. 0-mal, B. 1-mal, C. 2-mal, D. 3-mal. E. Overall-Podium oder? Overall-Wochenende. D ist 3-mal. Ja, das ist ein D, das sieht aus wie ein P. Ich hab 1 gesagt. Okay, der Punkt geht an Philipp. 1-mal. 1-mal. Damit Ausgleich 1-1. Auf welchem Track gewann Stefan Ilberts 2003 alle drei WM-Klassen an einem Tag? A. Deutschental, B. Erlé, C. Belbrück, D. Solda. Warum weißt du das? Beide sagen B, beide sind korrekt. Damit 2-2. Boah. Wir gehen in das Thema Technik. Aua. Wofür steht das W in der Motorölbezeichnung 10W40? A. Wärmeleitung, B. Viskosität, C. Widerstand, D. Winter. Ja, das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ich muss raten. Kann ich eine Helge anrufen? Ich nehme Telefonjoker. Ich mache jetzt einfach, ich weiß nicht. Hast du schon? Ich hab irgendwas. Beide sagen B, Viskosität. Ich weiß nicht mal, was das ist. Viskosität wird mit V geschrieben, das ist Punkt 1. Die richtige Antwort ist D, Winter. Echt jetzt? Ja, was soll das denn? Also steht es immer noch 2-2, ja? Immer noch 2-2. Okay. Aber wir machen beide kein gutes Bild. Wer 2012 beim Motocross der Nationen in Lomme gewann, wissen wir alle. Deutschland. Mit Roxen, Nagel, und? Schiffer. Er hat gesagt. Aber er hat gebuzzert. Ja, die Frage war ja nicht fertig. Markus. Ja, das war ja die Frage. Die Frage, wer war der dritte Fahrer? Ja, der Markus. Die Antwort ist nicht korrekt. Nein, Dennis Ulrich und Schiffer wurde nachnominiert. Die Antwort ist nicht korrekt. Du kannst dir die Frage fertig anhören. Mit Rox, Nagel und Schiffer. Wer wurde beim MXOM 2012 Zweiter? Ich darf nicht mehr antworten. Ne? Fünf, Italien? Drei. Belgien. Richtig gewesen. Mann! Okay, ich drück später jetzt. Zach Osborne gewann in einem der spektakulärsten Saisonfinals in der Geschichte des Supercross durch einen Blockpass in der vorletzten Kurve in Vegas den 52 East Coast Supercross Title. Den Blockpass eingesteckt hat Joey Sabaci. Der als Tabellenleader angereiste Jordan Smith fiel sturzbedingt aus. Wer gewann das denn? 3, 2, 1. Osborne, nee. Falsch. Willst du antworten oder nicht? Cicerulo hat gewonnen. Das ist korrekt. Und er war ganz kurz Meisterschaftsführender. Und zwei Leute sind mit dem Red Plate angereist. Aua. Man muss besser aufpassen. Die gibt 3, oder? Die gibt 3 Punkte. Der Sieg ist noch da. Punkte hatte die Nation Kanada nach allen drei Rennen beim Motocross der Nation in Red Bull 2022. Wissen wir, welcher Platz die waren? Wer war denn der Fahrer von Kanada? Dylan Wright. Ist ja auch egal, bringt ja nichts. Wer näher dran ist einfach, oder? Ich habe keine Ahnung. Was hat er gesagt? Ich hab's ja schon drauf. Die richtige Antwort ist 129 Punkte. Da war ich erstmal näher dran. Damit hat Aber es sind ganz schön viele Punkte. Motocross. Aua. Sorry, Karl. Das nächste Mal machen wir Supercross-Quiz, dann kannst du vielleicht auch gut. Aua. Ich wollte 115 schreiben, weil... Achso, danke an Benzin, dass wir das hier machen durften. Sehr schön. Ich gewinne das nächste Mal. Immer nach vorne gucken und wiederkommen und stärker sein. Ja, kannst du mal ein bisschen üben. Ich fuchse mich da jetzt nochmal ein. Ich habe noch ein Motocross-Buch von 2009 zu Hause. Das lese ich mir jetzt mal durch. Dann bin ich auch auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ja.